Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Fand ich nicht. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Vergessen? Da ist nichts drinne. Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Ach, werde ich. Schön wär's. So weit, so gut. Sie kommen voran. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich. Ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. So viel zum Thema nicht helfen, ne? Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. So viel zum Thema, ich helfe nicht. Ah, ein Haus. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Hier glitzert was. War das nicht der Busfahrer? Unsichtbare Wand. Also wenn ich ihr wäre, würde ich in diesem Haus erstmal nachsehen, ja? Hat mich jetzt nicht sonderlich erschreckt. Vielleicht sieht man von da oben her. Also ich muss sagen, die Jumpscares bis jetzt waren ein bisschen low. Da hat mich der erste Jumpscare aus dem Medium echt doch ein bisschen mehr unerwartet getroffen. Aber bisher ist Little Hope ganz chill. Sagt die, die sonst immer rumschüssert. Geisterstätte im Nordosten. Little Hope zurückerobert von der Natur.
Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an die leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern, vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurden sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließung der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. No, Wins, this isn't really scary. It's more like, not really scary right now at the moment. But let's see what happens. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Nichts davon ergibt Sinn. Was lauert dort? Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Na, ihr drei? Auch Hunger auf Sushi? Frisch im kleinen Sumpf gefangen. Oh, was hast du denn, John? Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexe von Edmonton. Ein Drama von W.M. Rowley, Toss Decker und John Ford, aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Samstag, 17. April, 19 Uhr. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Wäre eine Erklärung. Okay, unsichtbare Wand. Ich hasse unsichtbare Wände. Wins, my friend, do you want English subtitles? I can look if we can make English subtitles for you. So you can kinda enjoy a bit the game. Just for you. Ich hoffe, das ist jetzt nicht, Sprechlautstärke. Werden wir merken. Ach, guck mal. Here I am. Yeah, that's fine. That's the reason I'm asking.
I want that everyone can enjoy this game. And my community is English, safe. So don't worry. If they are talking English now, that's okay for everyone, I think. Da vorne ist irgendwas! Moment! Ich hab doch... Ich dachte, ich hab gespeichert. So, nochmal? Ja. Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. So here, English subtitles for you. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier. Warte, ich komme mit dir. Ihr zwei! Das ist nicht gut. Oh ja, flackernde Lichter. Ich hab da so ein Traumaspiel. Hey! Ist da wer? Hallo? Hey! Was zum... John! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind sie? Was machen sie hier? Dies sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Ich gehe nicht in diese verfluchte Stadt. Nie und nimmer. Vorhin wolltest du. Woher der Sinneswandel? Du musst nicht gleich so überreagieren, Angela. Komm von deinem Thron runter. Du Idiot hast mir nichts zu befehlen. Und hier bleibe ich ganz sicher nicht. Komm schon, Angela, lauf nicht weg. Du bist zwar ein Prof, aber kein Gentleman. Warum gehst du sie so an? Nicht hilfreich. Warte mal, Daniel, was hast du vor? Ich hole sie zurück. Wir können sie nicht allein lassen. Jetzt warte mal kurz, du Held. Das mit der Stadt ist einfach keine gute Idee. Und wohin gehst du dann? Der Nebel lässt uns doch wohl gar keine andere Wahl, als in die Stadt zu gehen. Ich lass mir doch vom Nebel nichts vorschreiben. Ich nehme einen anderen Weg. Gut, dann geht ihr zu dritt. Und wenn ihr jemanden findet, bringt ihn her. Was hast du jetzt vor?
Wir folgen der Straße hinein in die Stadt. Da finden wir hoffentlich Hilfe. Nur Mut. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Das ist jetzt voll das Horrorfilm-Klischee von wegen Mitteilen und so. Nur du und ich, Junge. Freut mich, dass du hier bist. Du hast Glück. Nach deinem Ton Angela gegenüber. Ich wollte nicht grob werden. War noch durch den Wind. Ich wollte nicht grob werden, aber ich konnte mich nicht beherrschen. Wie gut, dass ich nüchtern war. Nee. Ja, hörst du mir mal auf, deine Funzel ins Gesicht zu plinkeln? Moin, Boy. Moment. Das Geräusch. Ist alles okay? Ich war ganz chill. Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Ich muss mal kurz gucken, wo mein Essen bleibt. Ich hab Hunger. Mein Team hat heute, wir hatten heute einen Sale. Nice. Ich gucke schon wieder auf die Arbeits-E-Mails. Das sollte ich nicht tun. Ah! Echt jetzt? Also, ich habe es für 18:45 bestellt. Jetzt steht da, in 37 Minuten ist es da. Ist okay. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Und jetzt? Aktuell scared mich das Spiel so ziemlich null. Alles okay? Ich frage mich, wo die anderen sind. Es ist wohl meine Schuld, dass wir uns überhaupt getrennt haben. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel. Und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug. Ich habe Hoffnung, es wird besser. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Das sind ja Zwergi und ich zusammen. Was das angeht. Weil ich bin in der Regel auch jemand, der ziemlich leicht erschreckt.
Wenn man bedenkt, das Spiel soll nur 4 bis 5 Stunden gehen, ne? Wenn das die ganzen 4 bis 5 Stunden so geht. Warte! Ja, das war jetzt mega spannend. Moderne magische Rituale, Ronald Nelson, TC. Moderne Magie und Rituale ist der ultimative Guide zum Thema Magie im neuen Zeitalter. Genauso wie es gegen Magie für Bühnenmagier gilt. Geschrieben für Leute, die es durchführen, um ihr Wissen und ihre Kunst zu formen. Das Buch untersucht im Detail alle Aspekte der modernen Magie und bietet den Lesenden ein reichhaltiges Menü an Ritualen, um sie zu üben. Boah. Oh Gott. Ich glaube, ich muss doch mal kurz umstellen, die Sprache. Weil das ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu viel Englisch. Ich stelle dann wieder um, versprochen. Warum hat denn das jetzt schon wieder nicht... Wieso macht denn das? Ich habe doch Speichern gedrückt, oder bin ich dumm? Ja, ich habe Speichern gedrückt. Ich nehme nochmal das Buch. Kann ich jetzt nicht mehr? Ah, doch. New Age Flüche. Ungeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwägungen zur Fluch- und Bannmagie. Diese hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse, wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Manche Wege verbieten sie gänzlich, während andere sie zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten. Kleben sie zu sehr am gewünschten Ergebnis? Möglicherweise sind sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht ihrer Erwartung entspricht. Möchten sie mit diesem Zauber einen persönlichen Vorteil erringen? Emotionen wie Gier und Neid können die Magie zerstören. Also können die Magie stören. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Dasselbe gilt für schädliche Magie. Selbst wenn Sie nicht an die Dreierregel glauben, halten Sie sich am besten an Rudolf Steiners goldene Regel. Wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich 3 vorwärts in der Vollkommnung deines Charakters zum Guten. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welt? 1904. Illustration: Haarsträhne. Das Haar einer lebenden Person kann für viele Formen der Magie, von Liebeszaubern bis hin zu Flüchen, verwendet werden. Fügt man etwas Schwefel hinzu und vergräbt man sie, kann... Mein Essen ist da! Ich bin gleich da! Ich komme.
Hallo Katze, nein, das ist meins. Ihr habt mich noch nie so freudig über mein Essen schreien hören. Mein Essen ist da! Yum, 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 yum. Es wurde mir von einem Asiaten gebracht. Also, es gibt heute Sushi. Ein bisschen Lachs und irgendwas da drin sieht komisch aus, weil ich das... Ach, okay, ich verstehe. Doch, das habe ich bestellt. Weil ich habe mir Sushi mit Ei bestellt. Tamago-Sushi. Und die sind in Nigiri-Form gemacht. Aber da haben sie sich echt mit dem Reisbällchen ein bisschen klein gehalten. Aber nimm, 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 nimm. Essen. So, ich muss mir mal fix was reinschieben in den Mund, sonst verhungere ich. Ha. Das Leben. Schau geil. Ja, von Liebeszaubern hin bis zu Flüchen verwendet werden. Fügt man etwas Schwefel hinzu und vergräbt man sie, kann sie dem Ziel Leid zufügen. So, jetzt muss ich mal wieder die Schrift umstellen für den lieben Vince. Ja, bitte speichern. Das war mir jetzt gerade echt ein bisschen zu viel, um das auf Deutsch zu übersetzen. So wie das halt bei mir ist, ne? Okay, 4 Kugeln sind noch drin. Was bewegt einen in so einer Horrorstadt dazu, so eine Waffe einzupacken? Soll das einen retten? Soll das einen schöner machen? Ich beträufe gerade übrigens mein Sushi mit Sojasauce. Also falls ihr euch kurz fragt, was da hier so lange dauert, das Sushi wird gerade behandelt. Es bekommt die Behandlung, die es verdient. Mit Sojasauce. Die haben auch echt viel Sojasauce dabei. Die haben so kleine Mini-Kanisterchen. Da sind 2 Stück davon. Mm. Ja, Spiel, ich weiß, wie man läuft. Keine Sorge. Was für ein Ort ist das? Skippy! Weg ist mein Sushi. Ist mein Fisch. Nicht deiner. Was für ein Ort das ist? Das ist so ein kleines Ortchen, wo Hexen verbrannt wurden, Andrew. Für den Fall, dass du den Erzählungen nicht gelauscht hast. GB. Lecker. Professor? Na endlich.
Das war ziemlich verrückt. Bitte entschuldige meine Panik. Ich bin schreckhafter, als ich dachte. Danke fürs Nachlaufen. Was zur Hölle war das da drin? Es war nichts. Keine Sorge. Keine Sorge? Was bin ich? In der zweiten Klasse? Das ist schon ein Arsch. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest.